Hallo und herzlich willkommen zur Zusammenfassung der Tiebreaks der Schachweltmeisterschaft 2018. Wir haben bereits 12 klassische Partien gesehen zwischen Magnus Carlsen, dem amtierenden Weltmeister, und Fabiano Caruana, seinem Herausforderer. Da konnte keine Entscheidung erzielt werden. Alle 12 Partien sind remis ausgegangen. Dementsprechend kam es dann heute zu den Tiebreaks, die mit den Schnellschachpartien begonnen haben, und da möchten wir euch durchführen. Ja, für alle, die das nicht live mitverfolgen konnten oder die das Ganze nochmal sehen möchten. Los geht's! In der ersten Partie hatte Magnus Weiß, das wurde vorher ausgelost, und wir haben erstens C4, soweit keine Überraschung. Genau, die englische Eröffnung ist ja auch sehr passend zum Spielort, und mit C4 hatte er auch keine Probleme in den klassischen Partien. E5, Springer C3, Springer F6 und jetzt so die kleine Neuerung von Magnus. Er hat hier zuerst G3 gespielt, was eine schlaue Zugfolge ist, denn Fabiano möchte ja eigentlich mit D5 spielen. Das waren die klassischen Partien, und hier Läufer C5 spielen. Und das umgeht man natürlich, indem man zuerst G3 macht, denn wenn jetzt D5 kommt, C schlägt D, Springer D, Läufer G2, muss der Springer ziehen, man kann nicht Läufer C5 spielen. Deswegen Läufer B4 und hier dann Ähnlichkeiten zu einer Schwarzpartie. Genau, zu seinen Rossolimo-Aufbauten, nämlich mit E4 hier. Genau. Und gewohntes Territorium für den Weltmeister, C6, da wurde es dann langsam neu nach Läufer G2. Weiß wählt einen Standardaufbau, und statt standardmäßig mit D6 zu spielen, hat Fabiano hier A6 gespielt, um nach der Rochade direkt B5 zu spielen. Erinnert an sein Manöver, was er auch mit Weiß gespielt hat. Da hat er das Ganze als Bauernopfer gespielt, hat den Bauern so nach vorne gezogen. Im Partieverlauf damals aber auch so. Irgendwann hat Magnus seinen Bauern gegeben, und auch hier lässt er den C-Bauern einfach stehen und spielt auf Initiative mit D4. Gut, jetzt ist ganz konkret der E5-Bauer angegriffen. Das heißt, Schwarz kann es sich jetzt nicht erlauben, auf C4 den Bauern mitzunehmen. Und sollte er auf D4 schlagen, hätte Weiß immer die Möglichkeit, sowohl mit dem Springer als auch mit der Dame wieder zu schlagen. Wir können das einmal machen, genau. E schlägt D4. Wahrscheinlich Springer D4 reicht aus. Der muss nicht gedeckt werden, denn jetzt würde mit E5 dieser Springer direkt auf die Grundreihe verbannt. Und wenn man sich das schon anguckt, dass der König auf der Grundreihe steht, ist gut, aber so eine schlechte Entwicklung, so ein bombastischer Läufer, das kann man sich nicht leisten mit sollte Schwarz. Sollte man nicht machen. Deswegen wurde nicht geschlagen, sondern D6 gespielt und so der E5-Bauer überdeckt. Und bisher sind wir noch in Theoriefarben, zumindest war die Stellung schon mal auf dem Brett. Da wurde dann C schlägt B5 gespielt. Und es ging ganz normal spannend weiter. In der Partie hat sich Magnus zu A3 entschlossen, einer Neuerung, die gefolgt von Läufer schlägt C3 wurde. Was vielleicht nicht ganz die richtige Entscheidung war, das Läuferpaar hier freiwillig aufzugeben. Läufer A5 wäre hier die Alternative gewesen, die vielleicht auch etwas besser ist. Ja. Also der Partieverlauf hat es ein bisschen gezeigt, und die Computer deuten es auch schon an. Das Läufer schlägt C3, auch vom Gefühl her, man gibt das Läuferpaar auf. Man bekommt dafür einen Bauern, aber das wird nach dem Abtausch auf E5 auch nur ein Doppelbauer sein, der nicht besonders stark ist. Und die schwarzen Felder sind doch sehr, sehr schwach und später mal zugänglich für den Läufer. Also wäre wahrscheinlich besser gewesen, das nicht zu machen. Nun gut, hier gibt es für beide Seiten immer so kleine Verbesserungen. Dame C2, gefolgt von schnellem F4, die Stellung öffnen, wäre wahrscheinlich noch stärker gewesen. Es kam Springer A4, der visiert gleich die schwachen Felder an, Läufer E6 und jetzt Dame schlägt D8. Springer C5 wäre hier eine Alternative gewesen, sich den anderen Läufer auch noch zu greifen, was zu interessantem Spiel führt nach Dame E7. Jetzt auch wieder, Weiß hat einen Bauern mehr. Schwarz hat dafür Spiel auf der B-Linie. Es ist nicht ganz einfach, die Läufer reinzubringen. Auch hier leichter Vorteil für Weiß. Stattdessen kam Dame schlägt D8, zielstrebig ins Endspiel, wo die Läufer sich entfalten können, zumindest in der Theorie. Läufer E3, Springer BD7 und jetzt
Ein ganz gutes Vorgehen von Magnus, wie ich finde. Nicht die Empfehlung der übermächtigen Engines, aber. Er hat sich hier für F3 entschieden. Ein Zug, der mehrere Pläne verfolgt. Zum einen wird der Bauer auf E4 gedeckt. Zum anderen wird Springer G4 aus der Stellung genommen, der ja durchaus mal unangenehm sein kann mit Angriff auf den Läufer E3. Und zum anderen könnte das Feld vielleicht auch noch von König oder auch Turm genutzt werden, indem der sich dann vielleicht sogar mal über die zweite Reihe ins Spiel begibt. Es ging weiter mit Turm A nach B8. Fabi übt Druck gegen den Schwachpunkt B2 aus, sodass sich der Springer von A4 aktuell auch nicht bewegen kann. Und weiter ging es mit normalen Entwicklungszügen, Turm AC1. Turm FC1 wäre die Alternative gewesen. Das ist immer so die Frage, welchen Turm stellt man wohin. Aber auch das ein sehr natürlicher Zug. Und Fabi hat jetzt die Chance ergriffen, mit seinem Turm ins gegnerische Lager einzudringen und weiß erstmal vor die Frage zu stellen, was macht er mit seinem Läufer? Decken oder wegziehen? Magnus hat sich fürs Decken entschieden, hier mit Turm F nach E1. Und jetzt hat sich Fabis Springer auf eine Wanderung begeben. Los ging es hier mit Springer E8. Ja, die Idee ist es, nach Läufer F1 Angriff auf den C4 mit Springer D6 zu decken. Das ist soweit auch gut. Man muss nur aufpassen, nach Turm AD1 wird ein enormer Druck auf der D-Linie ausgeübt, denn der Turm auf D8 ist ungedeckt und der Springer ist angegriffen. Der wäre gefesselt nach einem normalen Wegziehen. Springer C5 liegt in der Luft und deswegen muss Fabiano hier oder hätte er unbedingt zu Springer B7 greifen müssen. Dann hätten wir weiterhin eine Stellung gehabt, die sich im Ausgleich bewegt hätte. Stattdessen hat Fabiano hier aber wohl schon einen schweren Fehler begangen mit Springer B5. Hier hat Magnus jetzt die einfachste Fortsetzung gewählt. Springer C5 nutzt aus, dass dieser Springer nicht schlagen kann und greift den Turm noch an und droht diesen Verteidiger des Bauern C4 zu schlagen. F4 wäre noch eine weitere Möglichkeit gewesen, weil der Läufer nicht mehr so viele Felder hat. Wäre aber unnötig komplex geworden, wie wir finden. Springer C5 ist simpel und effektiv. Turm B2, rausschlagen, rausschlagen, Läufer C4, es hängt der E6. Und jetzt hat Fabiano eine gute Wahl getroffen mit Springer D4. Er opfert noch einen Bauern. Er hat ja eh welche mehr, aber dezimiert dafür das Läuferpaar. Genau, Läufer schlägt D4, E schlägt D4. Und jetzt war nochmal so eine entscheidende Frage, wie Magnus hier fortsetzt. Prinzipiell gibt es zwei attraktive Möglichkeiten. Einmal die Partiefortsetzung Läufer schlägt E6. Aber auch sehr stark wäre hier Turm schlägt D4 gewesen. Besetzt direkt die offene Linie. Und jetzt nach König F7 hat Schwarz einen Trick. Ja. Das heißt, wenn Weiß jetzt hier ganz normal mit Turm D1 fortsetzt, dann kommt plötzlich Springer E5, obwohl Weiß den Turm auf D8 schlagen kann. Aber das Ganze endet jetzt hier im Dauerschach, sodass Schwarz sich hier in ein Remis gerettet hätte, muss man eigentlich schon sagen, weil er ja auch in der Partiestellung schlecht stand. Das heißt, hier wäre Turm D1 ungenau gewesen, aber man hätte hier zum Beispiel König H1 spielen können, mit der Idee einfach aus diesem Plan hier rauszugehen, sodass das Ganze nicht mit Schach stattfindet und somit nicht funktioniert. Und jetzt nach König E7 dann Turm E8 D1 und Weiß steht auf Gewinn. Oder auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und es ist schwierig zu halten für Schwarz. Genau. Nach Läufer schlägt E6, erhält man noch eine bessere Stellung, aber es ist ganz schwierig zu sagen. Die nächsten Züge sind recht forciert. Turm D4, König E7. Jetzt droht wieder dieses Manöver mit Springer E5. Deswegen sollte Weiß auf D7 schlagen. Und nach dem Abtausch haben wir hier so ein super kompliziertes Turmendspiel. Natürlich spielt nur Weiß auf Sieg, aber wie man das gewinnt, ob man das gewinnt, ist es nicht klar. Da kann man sich wahrscheinlich lange drüber streiten. Wir gucken uns einfach die Partiefortsetzung an und gehen nochmal in die Tiefe, wo es kritisch wird. Der König wird erstmal gezwungen, auf eine Seite zu gehen. F4, Bauern nach vorne, Fabi macht das gleiche. Turm D5, der Turm deckt von C2, was auch richtig war. Und jetzt gehen die Bauern vor, der geht auch vor. F5 Schach, König F6. Und man muss sagen,
objektiv bewegen wir uns hier in dem Bereich, wo Schwarz das Endspiel halten sollte. Er hat gute Kompensationen mit seinem Freibauern, auch wenn er einen weniger hat. Und es gibt immer diese Option, das haben wir beim Match auch gesehen, dass man halt abwickelt dann in ein Turmendspiel mit einem Bauern weniger an einem Flügel. Mhm. Das ist sehr häufig Remis. Aber schauen wir weiter. Turm C5, H5 geht gegen G4 und ein weiteres Vorgehen. Jetzt König F1, Turm C3. Ja, es geht noch für Schwarz, aber der weiße König kommt schon mal raus. Hier muss man präzise spielen. Turm schlägt A3, Turm C4. Und Fabiano war jetzt hier wirklich nah an einem Remis dran, wählt auch den richtigen Weg. Mhm, zumindest vorerst. König ja. E5, Turm C7 greift den G7-Bauern an. Und jetzt war die entscheidende Stellung, wo Fabi nicht den Remiszug gespielt hat, sondern hier mit König schlägt E4 die Remisbreite verlassen hat. Wir ja. schauen kurz an, was stattdessen gut gewesen wäre, nämlich Turm A2 Schach, hier dieses Schach einzuschieben. Und wir werden auch gleich sehen, warum das wichtig ist. Denn hier wird der König nach H3 getrieben. Wenn er nach F3 geht, gibt es einfach nochmal einen Schach. König schlägt E4, Turm E7. Und jetzt hat Schwarz die Möglichkeit, nach F3 zu gehen. Was passiert, wenn er auf F5 schlägt, das werden wir in der Partiefortsetzung sehen. Aber hier der Unterschied, dadurch, dass der König nicht mehr auf G2 steht und somit das Feld nicht unter Kontrolle hat, kann Schwarz hier König F3 spielen. Und nach Turm schlägt G2 hat man immer die Möglichkeit, hier mit Turm A1 matt zu drohen, beziehungsweise, wenn Weiß das denn verhindert, mit König H2 einfach nochmal Schach zu geben. Und ja, das wäre der Remisweg gewesen ja. in der Partie. Folgte stattdessen König schlägt E4. Und jetzt auch ein sehr wichtiger Zug, um den Gewinn herbeizuführen, Turm E7. Dieses Zwischenschach ist wichtig, denn nach Turm schlägt G7 direkt hat Fabi hier noch die Möglichkeit, Turm A2 einzustreuen und mit Turm A1 Turm F1 hinter den Bauern zu gehen und somit auch hier das Gleichgewicht zu wahren. Aber dieses Zwischenschach hier zwingt quasi den schwarzen König auf F5 zu schlagen. Und jetzt nach Turm schlägt G7 ist Turm G5 einfach nicht mehr zu verhindern, sodass Weiß hier noch einen zweiten Bauern bekommt. Und wir können anschauen, wie es weitergeht. Ja, jetzt ist eigentlich auch schon verloren. Also deswegen, es gibt nur eine wichtige Kleinigkeit, die man beachten muss, wenn man so eine Stellung gewinnen möchte. Und das kommt dann relativ am Ende. Wir haben erstmal das Rausschlagen. Man stellt sich hinter den Bauern, auch das relativ klar. König F3. Jetzt kam Turm A6 Schach, einmal das Schachgebot gegeben. Und jetzt muss man aufpassen, König G2 ist ein sehr wichtiger Zug, also er muss nicht sofort kommen, aber er zeigt, dass Magnus die Stellung verstanden hat. Denn, und das gucken wir uns gleich an, nachdem hier so eine Zugwiederholung kommt, jetzt kam H5, König H7 und hier muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Wenn man intuitiv mit dem König vor seine Bauern läuft, wird man es nicht gewinnen. Magnus hat hier G4 gespielt, der einzige Zug, der gewinnt. Wenn König G4 kommt, gucken wir uns das Problem an. Es kommt A2. Und um Fortschritte an diesem Flügel zu machen, nur Schachgebote mit dem Turm reichen nicht aus. Und dann geht der König nach H6, er läuft jetzt einfach hin und her. Den Bauern alleine nach vorne zu schicken, bringt auch nichts. Nur Turm von der Seite bringt den Bauern nicht durch. Und in dem Moment, wo Weiß jetzt vorgeht mit dem König nach G5, hat Schwarz immer die Möglichkeit, Turm G1 zu spielen, greift den G3 an, Weiß muss den A2 nehmen, Schwarz nimmt hier Remis. Also das muss man wissen, da muss man auf der Hut sein, deswegen G4 und wenn jetzt A2 käme, der kam nicht, dann König zurück. König H2 und der Turm kommt nie zurück, also er kann nie drohen, die Umwandlung und dabei gleichzeitig noch einen dieser Bauern gewinnen. Deswegen ist diese Stellung gewonnen für Weiß. Ja, es kam König G7, König H4, jetzt nutzt man die Chance, denn wenn man jetzt auf G5 steht, im Vergleich zur anderen Stellung ist man eine Reihe weiter vorne. Man steht nicht auf G3, G4, sondern hier. Und es hat einfach die Konsequenz, dass man nach einem Schachgebot, wenn der König auf der achten Reihe steht, nach König G6 reicht Turm G1 nicht mehr aus, weil man matt gibt auf A8.
Deswegen ist es hier total gewonnen. Die beiden haben noch ein paar Züge gespielt. H6, Turm B1, Schachgebot zwischendurch. Ja, und jetzt hat Fabiano aufgegeben, denn der Bauer läuft mit nach vorne zusammen mit dem Turm. Das ist zu viel. Magnus hat die erste Runde gewonnen. Mhm, und ist somit in dem Schnellschach-Match in Führung gegangen. Wir schauen, ob er die halten, ausbauen oder verlieren wird in der zweiten Runde. Ja, andere Farbverteilung. Hier hat Fabiano Weiß und er öffnet erneut mit E4 und beide bleiben strikt dabei. Mhm. Sie spielen sizilianisch und zwar wie in den letzten drei Klassisch-Partien, wo Fabiano Weiß hatte, spielen sie Sveshnikov mit Springer D5 im siebten Zug. Man ja, muss abtauschen. Soweit haben wir noch nichts Neues. Wir folgen hier auch der 12. Partie. Genau, mit Springer E7, das war ja damals neu. C4, Springer G6. Dame A4, Läufer D7, droht A6. Und jetzt nach Dame B4 erinnern wir uns an die 12. Partie, wo Magnus mit Läufer F5 fortgesetzt hat und somit schon mal so ein Remis-Angebot verknüpft hat quasi. Denn genau. Weiß hätte hier die Möglichkeit, einfach wieder zurückzugehen. Dann hat Schwarz nichts anderes außer Läufer D7 und so könnte man hier die Stellung wiederholen. Aber so nicht heute, denn da hat er sich für die Hauptvariante mit Dame B8 entschieden. Ja. Und somit ja, andere Wege eingeschlagen. Genau. H4 mit der Drohung H5, diesen Springer zu vertreiben. Es kommt H5, Läufer E3 von Fabiano, A6, Springer C3. Und jetzt die Neuerung von Magnus. Er hat hier A5 gespielt. Das hat er sich mit Sicherheit ja, genau für dieses Match auch rausgesucht. Bisher gespielt, Vorgängerpartie Läufer E7. Da würden wir einer Partie folgen, die im Fernschach gespielt wurde, also wo beide Spieler Computerunterstützung nutzen dürfen und viele Tage, manchmal auch Wochen Zeit haben für ihre Züge. Sprich, enorm hohes Niveau und sehr genaues Spiel. Läufer E7, die Partie ist später Remis ausgegangen. Magnus aber heute mit A5 ja, praktisch die Neuerung gebracht. Fabiano reagiert erstmal normal, indem er die Dame zurückzieht und Magnus stößt weiter vor mit A4. Und die Dame zieht wieder zurück nach D1. Etwas besser wäre tatsächlich gewesen, die Dame nach A3 zu stellen. Ja, das hätte man auch bedenken können. Ähnlich wie, wie in Runde 12 eigentlich als Blockade. Und von hier schaut sie auch auf den D6. Also das ist nicht so unüblich, so einen Bauern mit einer Dame zu blockieren, ihn dabei anzugreifen. Sobald die Dame auch mal nach C7 zieht, droht man vielleicht sogar B3 oder B4 und der Bauer ist gefesselt. Ja. Aber in der Partie kam Dame D1 und Magnus hat sich hier mit Läufer E7 weiterentwickelt und auch den Bauern auf H4 angegriffen. Der wurde durch G3 gedeckt und jetzt ging es mit Dame C8 weiter. Die Idee hinter diesem Zug ist einmal, das Feld G4 nochmal unter Kontrolle zu nehmen, auch ein Auge auf den C4-Bauern zu werfen. Mhm. Und vielleicht später dann auch mal die Dame noch an den Königsflügel zu überführen, wie wir auch in der Partie sehen werden. Es ging nämlich weiter mit Läufer E2 und jetzt Läufer G4. In der Partie wurde jetzt mit Turm C1 fortgesetzt. Ja, ich glaube, das ist auch okay. Also hier ist so wirklich, das wäre eine theoretische Diskussion auf hohem Niveau. Aber das, was Magnus gleich auch gemacht hat, das war so nicht abzusehen. Ich glaube, wir können dabei bleiben. Die Computer geben leichte andere Vorschläge noch für Weiß, aber Turm C1 ist so natürlich. Mhm. Stellt sich mit der Dame ins Vis-à-vis, man deckt den C4, man bereitet C5 vor. Aber ja, den nächsten Zug oder das Manöver von Magnus, ich weiß auch nicht, ich hatte es nicht auf dem Schirm, der Kommentierer, das war einfach schön. Ja, er hat nämlich erst auf E2 geschlagen. Dann nach Dame schlägt E2, dann Dame F5 gespielt. Mhm. Ein sehr interessanter Zug, der dort erstmal ungewöhnlich steht. Also man zieht die Dame ja nicht einfach irgendwie in die Brettmitte. Da hat man immer Angst, dass die vielleicht direkt wieder vertrieben werden kann. Aber das ist hier von F5 gar nicht so einfach möglich, dadurch, dass die weißfeldrigen Läufer fehlen. Und die Dame erfüllt hier tatsächlich mehrere Funktionen. Sie schaut einmal auf die weißen Felder, insbesondere auf F3, E4, vielleicht sogar mal D2 und schränkt somit auch den Weißen in seinen Möglichkeiten ein. Mhm.
Und Fabiano hat jetzt, das ist eine ganz nette Referenz, er hat hier im 21. Zug C5 gespielt. Und das ist ganz lustig, weil er stand in einer Partie, muss man wirklich sagen, stand er auf Gewinn. Und das war, ich meine, es war die Runde 8. So, und in Runde 8 war der Zug 21. C5 in derselben Öffnung, war der Kracher. Es war mit Abstand der beste Zug auf dem Brett. Und er kam in eine sehr gute Stellung. Hier ist C5 verfrüht. Er hätte lieber rochieren sollen, sein König in Sicherheit bringen. Warum? Das seht ihr gleich. Denn natürlich droht ein bisschen was, auch mit Dame B5 Schach. Aber Magnus hat jetzt schnell seinen König in Sicherheit gebracht. Und hier wird es gar nicht mal so einfach für Weiß fortzusetzen. Fabi hat C6 gespielt. Und genau. Der war auch okay. Wenn man auf D6 nimmt, dann ergibt sich gerade nicht so viel nach Läufer D6. Weil Schwarz auch sehr schnell mit E4 und dann Springer E5 nach F3 unangenehme Drohungen aufstellen kann. Und der König ist noch in der Mitte. Das ist potenziell sehr gefährlich. Also C6 gekommen und wir müssen auch immer im Hinterkopf haben, dass Fabi hier einen Punkt zurückliegt. Das heißt, er hat zwar noch Matches Zeit, also Partien Zeit, er muss nicht in dieser zweiten Partie schon einen Sieg einfahren, aber natürlich, je öfter er nicht gewinnt, desto knapper wird es. Deswegen verständlich, dass er hier auch nach vorne geprescht ist mit C6. Der wurde geschlagen und jetzt nach D schlägt C6, kam Turm FC8, sich einmal davor stellen und auch Weiß befragen, okay, wie deckst du denn jetzt deinen Bauern? Es kam damit C4. Was wahrscheinlich schon sein muss, denn am liebsten würde man mit Springer D5 decken, geben wir es doch mal zu. Man droht hier immer mal das Schlagen auf E7. Springer B6 liegt in der Luft. Unterstützt, genau. Das Problem ist, ups, diese Dame von F5, ne? Die hat erstmal den Bauern gedeckt und die Rochade ermöglicht und jetzt auf einmal taucht sie auf E4 auf und greift hier unangenehm alles auf der Diagonale an. Deswegen war damit C4 ein unangenehmes Pflichtprogramm für Fabian. Ja, weiter ging es mit Läufer D8. Der schaut jetzt schon mal auf den anderen Flügel, sodass eventuell mal Läufer A5 ein Motiv sein könnte oder auch einfach C7 verhindert wird. Springer D5, jetzt kann er dorthin, weil das Feld E4 jetzt kontrolliert ist durch die Dame. Aber jetzt geht nicht die schwarze Dame, sondern der schwarze Bauer auf dieses Feld und macht Platz für den Springer, der im nächsten Zug oder irgendwann in der Folge nach E5 gelangen kann, direkt die Dame angreift und hier auf die weißen Felder schaut. Ja, ich denke, wir sagen, wie es ist. Fabiano hat jetzt in sehr komplexer Stellung eingestellt, hat die Variante nicht so tief gerechnet wie Magnus, denn er hat versucht, hier direkt einen Vorteil zu erzielen mit C7. Das Ganze geht aber nach hinten los. Wir wollen nur einmal anmerken, also das es wäre nötig gewesen, wirklich schon Läufer D4 zu spielen. Einfach nur, um den Springer zu schlagen, wenn er nach E5 geht. Denn der ist zu gefährlich. Denn auch nach C7 gibt Schwarz eine komplette Figur, um mit dem Springer nach E5 zu kommen. Greift die Dame an, droht hier einzusteigen. Und dieser Springer ist in einer unangenehmen Fesselung. Ja, der Partiezug von Fabiano war hier Springer D5, der nochmal eine Drohung mit Springer E7 aufstellt, aber auch das objektiv Beste hätte hier nicht mehr geholfen. Dame D5 wäre das Beste gewesen. Die Schachgebote an sich, Springer D3, das bringt Schwarz noch nicht so viel. Das Beste wäre es gewesen, hier ganz cool Turm B8 zu spielen, denn dieser Springer kann im Moment nicht ziehen. Sobald der Springer zieht, hat die Dame keine Deckung mehr und Springer F3 oder Springer D3 gewinnen die weiße Dame. Und Weiß kommt da einfach nicht raus. Es droht im nächsten Zug. Turm schlägt C7. Der Verteidiger wird eliminiert und es kommt ein Schachgebot. Weiß steht schlecht. Steht auf Verlust. Muss man sagen, der Partiezug von Fabiano versucht noch einen Trick rauszuholen. Denn Schwarz kann jetzt nicht die Dame auf C4 schlagen. Nach Turm schlägt C4 würde Springer E7 erfolgen und anschließend schlägt Weiß auf F5 und hat eine glatte Mehrfigur. Ja, nicht ganz glatt, aber auf jeden Fall eine Mehrfigur. Ja, nach Springer D3 hätte er zwei Figuren für einen Turm. Auch das ist aber ein Materialvorteil. Genau, also das wäre nochmal gut gegangen für Fabi. Ja.
Aber Magnus spielt sehr, sehr präzise, findet die wirklich beste Fortsetzung für Schwarz, dass coole König H7 einfach da rausgehen. Und jetzt reicht das auch nicht mehr mit Springer E7, weil jetzt wird ein Turm angegriffen und die Dame wird angegriffen und es droht das Schach. Weiß fliegt mehr oder weniger vom Brett und nach König H7 ist es deswegen auch so passiert, dass Fabiano aufgegeben hat. Ja, damit lag er nach zwei Schnellschachpartien auch 2-0 hinten und musste quasi um zwei weitere Siege kämpfen, um noch einen Schritt weiter, also in die Schnellschachmatches zu kommen, in die Blitzmatches zu kommen. Wir schauen uns die dritte Partie an, der Schnellschachpartie. Magnus wieder weiß, Fabiano im All-In-Modus. Das ja. heißt, er spielt kein Russisch. Die russische Verteidigung ist nichts, wenn man unbedingt gewinnen muss. Deswegen hat er es nochmal probiert, er hat Paulsen gespielt. Mhm. Also sizilianisch hier mit E6 und Magnus spielt jetzt nicht D4, sondern erst einmal C4. Springer C6 und jetzt doch noch D4, was mich ein bisschen verwundert hat, denn man kann die Stellung auch geschlossen halten. Erstmal Springer C3 machen, aber okay, was soll's. D4 war seine Wahl und er muss sich ja wohlfühlen beim Spiel. Genau, das zieht sich auch durch die Partie, dass Magnus hier gar nicht so sehr auf Remis spielt quasi, sondern ganz normale, teilweise auch aggressive und verwickelnde Züge spielt. Weiter ging es mit Läufer C5, der Springer auf D4 ist angegriffen und geht hier nach C2 zurück. Und jetzt entwickeln sich beide Seiten ganz normal. Rochade, Läufer E3, Weiß möchte gern den schwarzfeldrigen Läufer tauschen, einfach um den Druck hier von dem Punkt F2 rauszunehmen. Schwarz schlägt noch nicht direkt selbst auf E3, sondern befestigt erstmal den Läufer auf C5, sodass die beiden Läufer jetzt erstmal so stehen bleiben und es hier mit normalen Entwicklungszügen weitergeht. Rochade, Dame E7, jetzt schwarze Pläne sind die Türme einmal nach D8 und C8 beispielsweise zu stellen und das Maximalziel oder der günstigste Verlauf wäre, wenn Schwarz gewinnbringend oder in einem günstigen Moment D5 durchsetzen kann, wenn das danach noch mit Spiel verbunden ist. Man muss natürlich schauen, dass sich dann nicht gleich alles abtauscht, dann wäre Schwarz in so einer Situation, wo man unbedingt gewinnen muss, nicht geholfen, aber wenn das in einem günstigen Moment möglich ist und dann gleich mit Angriff verbunden ist, wäre das natürlich optimal. Auch Weiß entwickelt sich weiter, damit D2 und bringt jetzt den Turm nach D1. Es ging weiter mit Springer E5, schaut sowohl auf den C4 als auch jetzt auf den E4, dadurch, dass die Diagonale frei geworden ist. Vielleicht sind mal Pläne mit Springer G4 in der Stellung. Und Magnus nutzt jetzt den Moment, so ein bisschen zu vereinfachen und schlägt auf C5 raus. Denn wenn die Dame schlägt, was also normalerweise würde man eher mit der Dame nehmen, aber jetzt kommt halt Dame D4 und bietet gleich auch noch den Damentausch an, dem man nicht so gut aus dem Weg gehen kann. Und hier kommt jetzt halt die Matchsituation zum Tragen. Fabiano muss gewinnen. Also kann er es sich nicht leisten, einfach alle Figuren runterzutauschen, um mit Schwarz Ausgleich zu haben. Das reicht ihm einfach in dieser Situation nicht. Er nimmt einen Bauern und Magnus spielt F4. Also er zeigt, er ist auch bereit, auf Sieg zu spielen. Er muss nicht unbedingt Remis haben. Das ist so ein bisschen das Überraschendste eigentlich in Runde 3, dass er trotzdem ja, halt nach vorne spielt richtig. Nicht so wie in Runde 12, wo er so extrem vorsichtig war, also Runde 12 der klassischen Matches, sondern hier einfach richtig nach vorne. Springer G6, Dame E3, D6. Und hier ist nochmal wichtig zu sagen, also auch an dieser Stelle oder auch nach Turm D2, also so D5, das geht. Das Problem ist nur, Schwarz gewinnt dabei nichts. Er hat danach, die Stellung ist okay, es tauscht sich halt hier alles runter, man nimmt vielleicht raus, dann nimmt man wieder raus, dann nimmt man wieder raus, zack, 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 zack. Das Problem ist nur, Schwarz ist wenig Gewinnpotenzial in dieser Stellung. Ja, genau. Hier, ich weiß gar nicht, mit dem Springer geht nochmal in die Fesselung rein. Vielleicht muss sogar der Turm nehmen. Und das ist gegen den Magnus Carlsen ist das nicht zu gewinnen, die Stellung. Deswegen muss Fabiano hier alles draufhalten. A6 gespielt. Richtet sich erstmal gegen Springer B5 beispielsweise.
Genau, Turm D1, Dame C7 bringt erstmal die Dame rüber, bevor er die Türme verdoppelt. B3 und jetzt H6, so im Zwischenzug, Luftloch für später, man kann es vielleicht gebrauchen. G3 überdeckt hier, bringt hier eine gewisse Sicherheit rein und verhindert Springer H4, wenn man Läufer F3 macht. Denn der Läufer steht jetzt wahrscheinlich auf dieser Diagonale am besten, um mit diesem Durchbruch D5 umgehen zu können. So kommt es auch gleich. Der Läufer entwickelt sich dorthin und der Turm stellt sich erstmal der Dame gegenüber. Die jetzt abhaut. Genau, die gleich verschwindet. Also die Idee ist es halt nach D5, wenn Weiß nimmt, dass dann immer die Dame hängt und man den Bauern danach direkt weiter vorziehen kann. Also Safety First, Rückwärtsgang. Und jetzt ist Schwarz wieder in der Situation, er kann D5 durchsetzen, wenn er möchte. Es bringt ihn nur nicht so viel weiter, weil dann alles vom Brett kommt und das kann er nicht gebrauchen. Deswegen Springer E7, erstmal macht noch beides, H3, Turm D8, Läufer G2 und jetzt dann doch Springer C6, weil D5 tauscht ultimativ nur Figuren ab und das hilft Fabiano in diesem Moment einfach nicht. Und jetzt ergreift Magnus die Chance, Initiative zu zeigen, hier mit G4. Es folgte Dame A5, greift den Springer auf C3 an, der zieht nach A4, wo er gedeckt ist durch den B-Bauern und die Dame geht wieder zurück. Jetzt hätte Magnus die Möglichkeit, wieder Springer C3 zu spielen und so eine Zugwiederholung zumindest zu versuchen, aber nicht so mit dem Weltmeister. Er hat hier E5 gespielt, ein Zug, der objektiv jetzt nichts verdirbt, aber auch jetzt nicht mit Welten besser ist, aber Initiative zeigt und auch nochmal zeigt, okay, ich spiele hier trotzdem eine ganz normale Partie, unabhängig von der Match-Situation. Er forciert halt das Spiel, er erzwingt den Abtausch und die resultierende Stellung ist trotzdem alles andere als einfach, deswegen war die Entscheidung relativ überraschend, denn wir sehen jetzt, wie sich die Bauernmehrheiten verteilen, der weiße König recht luftig steht und das sieht erstmal nach Risiko aus, es sei denn natürlich, man hat das alles extrem gut durchdacht und weiß genau, was man tut und verrechnet sich auch nicht, dann kann man das machen. Ja, vielleicht ganz kurz, E schlägt F4, das kam nicht in der Partie, wäre aber möglich gewesen, dann kommt Springer B7, Dame B7, Dame D6, hier wird gefesselt, aber Schwarz kommt noch raus. Dame A7 Schach. Gibt hier Schach nicht auf B6, da ist sie gleich in der nächsten Fesselung. Ja. Genau, der König zieht, jetzt kann der Springer ziehen, Dame F4. Und wir haben so eine etwas merkwürdige Konstellation mit einem extrem offenen König. Aber mit Vorsicht sollte Weiß das, ja, also seine Königsstellung zusammenhalten und auf keinen Fall verlieren. Schwarz sollte aber auch genug Druck gegen den weißen König ausüben können, dass er mindestens immer mit einem Dauerschach davonkommt und diese Bauern nicht einfach durchlaufen. Genau, es kam aber Läufer A8. Behält noch Material und vor allen Dingen auch noch den Läufer auf dem Brett. FE5, Dame E5 und jetzt ein sehr guter Zug von Magnus, den wir auch erst unterschätzt hatten. Wir dachten so, oh, der arme König, vielleicht besser Springer D3, damit die Dame hier gar nicht auf Ideen kommt, irgendwie reinzukommen und nervige Sachen zu drohen. Nein, Magnus hat sehr forciert gespielt, Springer nach D7. Und naja, wir gucken es uns an, Dame B2, das Kritische, greift den C2 an, den A2 an und jetzt nochmal richtig präzise Dame D6. Ja, und Dame D6 stellt unangenehme Drohungen auf. Wenn Schwarz jetzt nämlich hier auf C2 schlägt, kann man das Ganze schon forcieren, indem man hier einen Dauerschach einleitet, womit Magnus sich den Weltmeistertitel gesichert hätte. Deswegen hat sich Fabi hier dazu entschlossen, den Springer einmal zu schlagen. Aber jetzt auch nach Dame schlägt D7 ist die Stellung natürlich noch komplex und es sind auch noch viele Drohungen in der Luft. Also erstmal hängt ja auch ganz konkret der Springer auf C2, aber auch der Springer auf C6 und es drohen auch immer so Züge wie Dame C8 gefolgt von Dame schlägt A8 und so kam es auch, allerdings über E8 gefolgt von Dame schlägt A8 und jetzt haben wir eine Konstellation mit Läufer gegen Springer und noch Damen auf dem Brett und ja, recht offenen Königen. Wenn Schwarz jetzt direkt den Springer zieht, dann hätte Weiß die Möglichkeit,
ach so, oder auch mit dem Läufer, ja, das wäre vielleicht noch ein bisschen stärker, diese Diagonale auszunutzen. Deswegen hier erst dieses Zwischenschach mit Dame D1, König H2 und jetzt kommt die Dame einmal zurück nach D6, sodass jetzt nach Springer D4 hier auch der Bauer auf A6 noch verteidigt wird durch die Dame. Es ging weiter mit Dame E4 Schach. Und ja, man hat jetzt mehrere Möglichkeiten. Zurückgehen möchte man nicht, weil dann hätte Weiß immer die Möglichkeit, hier nochmal Schach zu geben. Das heißt, es bleiben G6 oder auch F5 und in der Partie wurde mit F5 fortgesetzt. Einmal geschlagen und jetzt E schlägt F und Schwarz hat jetzt die Hoffnung, dass er irgendwie schnell seinen Bauern nach vorne bringt, vielleicht nach F3 sogar. Und dann hier den weißen König zu Leibe rücken kann. Aber das Ganze ist halt gar nicht so einfach umzusetzen, weil diese Diagonale halt immer dann schwach ist, sobald der Bauer nach vorne zieht. Deswegen muss man das erst vorbereiten. Aber auch das ist nicht so einfach. In der Partie kam Springer E6 und jetzt B4. Genau, Magnus nutzt die Chance, dass die schwarze Dame überlastet ist. Sie kann nicht den Bauern schlagen und gleichzeitig den Springer weiter gedeckt halten. Und jetzt so langsam wird es schon schwierig für Schwarz. In einer ganz normalen Partie hätte Schwarz irgendwann die Reißleine gezogen und zu einem Dauerschach gegriffen, damit E1 zurückziehen. Wahrscheinlich schon zu früherer Stelle, denn jetzt wird es gefährlich. Und nach Springer G5 verlassen wir sogar so langsam die Remisbreite und die Bauern, die kommen in einem Affenzahn nach vorne und Schwarz kann hier nicht mal mehr sicher sein, überhaupt einen Dauerschach zu bekommen. Dame F6, C6 und jetzt muss Schwarz irgendwas machen mit dem Bauern. Er hat zu Springer E6 gegriffen, nicht die allerbeste Verteidigung, denn jetzt kommt A4 auch noch hinterher. Aber für Fabiano muss man sagen, war es hier eigentlich schon so gut wie vorbei, weil die Stellung von Weiß wird immer besser und er darf halt kein Remis machen. Mhm. Springer C7, Dame F4, greift C7 an. Der Springer geht zurück und jetzt auch nicht Dame E3, sondern Dame D6. Magnus spielt einfach, ja, völlig befreit, hat man das Gefühl. Er spielt nach vorne, er spielt die Züge, die er für gut erachtet und steht hier auch schon auf Gewinn tatsächlich. Es droht C7. Also kommt Dame A1, zack, Springer D4 und das ist immer so eine Sache, Springer und Dame nahe dem weißen König, effektiv ist hier nichts los. Das sind alles mehr Scheindrohungen tatsächlich, auch mit Springer E2, das wirkt alles super gefährlich, zum Beispiel hier Springer E2 und man hat schon fast ein Matt. Ja, aber solange das im Griff gehalten wird, ist da nichts zu holen, ne? Es kam stattdessen in der Partie Dame C3 und nach Dame C5 ja, stellt man sich in den Weg, droht hier umzuwandeln und Fabiano versucht nochmal irgendwie was am weißen Königsflügel zu machen. Magnus holt sich die zweite Dame, F4, Idee Dame G3, aber hier gibt es schon vielfältige Wege, ich denke. Das hat Fabiano nur gespielt, um nochmal alles zu geben, bis zuletzt zu kämpfen. Und aber nach Dame G4 hat er dann auch eingesehen, dass die Partie vorbei ist und somit auch das Match und die Weltmeisterschaft. Denn Magnus hat durch seinen 3:0-Sieg heute im Schnellschach den Weltmeistertitel verteidigt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Mhm. Aber auch an Fabi, der vor allen Dingen auch in den klassischen Partien wirklich großartiges Schach gezeigt hat. Ja. Super spannende Partien geliefert hat und ich glaube, wir können einfach nur glücklich sein über den Verlauf der WM und die spannenden Partien. Ja. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, danken euch ganz herzlich fürs Zuschauen, liked gerne das Video, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns gerne wieder, auch auf Chess24, in der Lernstunde beispielsweise beim Geschwätzblitz. Ja, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Wir sehen uns. Bis bald. Macht's gut.